Moin, moin, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen weiter mit My Time at Sandrock. Und ihr habt es schon gesehen, ja, das Jagdrennen findet heute statt. Na, da freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt lustig. Ich glaube, es geht um, jetzt habe ich das nicht genau gesehen, um 11 oder um 12. Ich glaube aber eher um 12. Genau, von 12 bis 20 Uhr können wir an dem Jagdrennen teilnehmen. Und 10 Uhr ist die Eröffnungsfeier. Oder um 11 Uhr ist die Eröffnungsfeier. Auf der Ranch. Da werden wir natürlich vorbeischauen. Aber vorher gucken wir mal, dass wir hier noch diese Schmiede hier fertig kriegen. Denn die habe ich ja erforscht bei Q. Mal gucken, da brauchen wir noch einmal so eine Bronzestange. Aber ich glaube, die habe ich jetzt gar nicht, weil mir ein bisschen Erz fehlt. Ja, mir fehlt ein bisschen Erz, verdammt. Können wir nicht noch hier irgendwas rausholen? Jetzt gucke ich erstmal. No, aber wir können hier noch weitere Sachen in Auftrag geben. Das machen wir erstmal. So, den füllen wir noch ein bisschen mit Treibstoff. Düdüm, düdüm, düdüm. Meine Pflanzen wachsen hier auch schon. Brauche aber noch ein bisschen. Ich glaube, gießen brauchen wir das nicht nochmal. Gedüngt ist alles. Und ja, wir warten einfach ab. Können wir noch eine Erzraffinerie was reinhauen? Ja, wir können noch ein paar Steine reinhauen. Ja, das machen wir mal eben. So, dann hat die auch was zu tun. Ich habe noch einen vierten Tausammler gebaut. Mir den hier hingestellt. Weil er eigentlich, ja, ganz gut dahin gepasst hat. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das jetzt auch reicht, vier mit diesen Dingen. Wobei Wasser ja sehr, 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 sehr rar gesät ist hier in Sandrock. Ich habe was Cooles herausgefunden. Ich weiß, ihr wisst das schon, dass das geht. Und zwar kann man Wasser hier wieder aus seinem Wasserbehälter zurückholen. Wusste ich nicht. Indem man hier wieder rauf geht, kann man auf Minus gehen und dann kriegt man wieder Behälter zurück. Ist ganz nice, wenn man den auf 100 hat, sage ich jetzt mal. Und unbedingt was er braucht für seine Felder, was auch immer. Kann man sich Wasser wieder abzwacken und das hier für was anderes dann verwenden. Finde ich ganz cool. Wusste ich vorher nicht. So, was sagt die Uhr? 9.05 Uhr. Wir werden uns auf den Weg erstmal zu Q machen, denn wir müssen bei Q was abholen. Und zwar habe ich, während ich hier ein bisschen gefarmt habe, habe ich eine Sequenz mit Rocky gehabt. Und zwar ist einer seiner Mitarbeiter abgehauen aus Sandrock. Der fand es zu langweilig, zu trocken hier in der Wüste. Der ist abgehauen. So, nun fehlt Rocky ein Arbeiter, ein Mitarbeiter, der die Sortierung erledigt. Und sie brauchen da auf jeden Fall jetzt einen neuen Sortierer. Also eine Sortiermaschine, soweit ich das verstanden habe. Kein, der das selber macht, sondern eine Maschine soll das wohl machen. Und die Anleitung für diese Maschine, die sollen wir uns von Q abholen. Und das werden wir jetzt mal machen. Ihr seht, das Fest ist hier auch schon schön geschmückt. Hier stehen auch schon alle für die für das Jagdmehlrennen, für das Fest, für das Herbstfest. Und wir gehen aber vorher nochmal zu Q, das schaffen wir nämlich von der Zeit her. Und dann werden wir uns dort unten mit hingesellen und das Fest einfach feiern. Ich finde das cool, dass es hier in Sandrock Feste gibt. Ist einfach, ich weiß nicht, das belebt das Ganze hier noch, das ganze Dorf oder die ganze Stadt. Und man hat immer was zu tun und ja, ich finde es cool. Davor hatten wir ja das Kaktusfest, war auch richtig nice. So, jetzt gehen wir mal zu Q, genau, der hat schon sein Fragezeichen hier. Eine Sortiermaschine, das ist durchaus machbar. Bring mir 5 Datenträger und du bekommst, was du willst. Ja, die haben wir, glaube ich, schon. Genau, okay, ich fange an. Schau bald in deinen Briefkasten. Okay, da müssen wir ein bisschen warten. Jetzt gucken wir aber mal, ob wir noch was erforschen können. Ein Tag, wer bleibt noch? Jetzt gucke ich mal, ob wir den... Ne, den können wir nicht beschleunigen. Dann warten wir den einen Tag noch ab und dann haben wir diesen feuergetriebenen Generator, genau. Okidoki. Gut. Raus. Und dann können wir uns schon langsam auf den Weg machen dorthin. Vorher gucke ich nochmal, ob wir nicht neue Aufträge kriegen von Yen, also von der Handelsgilde. Da gehen wir auch nochmal kurz rein. Luschen. Wir müssen uns ein neues Pferd holen. Ah, wie witzig das aussieht, ne? Wie die hier so wackeln. Sieht schon cool aus. Haben sie echt nice gemacht. Gefällt mir. Ja, nice. Okay. Ah, da laufen wir mal schnell runter.
Ist auch alles schön geschmückt hier. Mit irgendwelchen Jagdmehl-Figuren. Richtig cool. Sieht witzig aus. Was sagt die Uhr? Eine halbe Stunde noch? Werden wir uns nochmal ein bisschen umgucken. Und erstmal zur Handelsgilde. Und uns schnell noch ein paar Aufträge holen, wenn das dann geht. Und dann werden wir uns dorthin gesellen. Und an dem Fest teilnehmen. Und das Rennen auf jeden Fall bestreiten. So, wir sind immer noch auf Platz 2. Müssen aufpassen. Mian sitzt uns in den Nacken. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir da ein bisschen dranbleiben. Das heißt, wir werden... Oh, ein Hartholz-Auftrag. Legendär. Blutsteinkern können wir mitnehmen. So, können wir den auch mitnehmen. Ah, wir haben schon eine Aufgabe. Okay, ich glaube, mehr geht auch nicht. Wir könnten den einzelnen hier noch mitnehmen. Nee. Nee, haben wir schon drin. Okay, gut. Dann rollen wir wieder raus. Ja, Mian sitzt uns im Nacken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir den zweiten Platz verteidigen wollen, heute ist der letzte Tag, ne? In dem Monat. Dann müsste eigentlich klappen. Es sei denn, Mian werkelt noch fleißig rum. Okay, es geht los. Wir laufen mal hierher. Stehen schon alle bereit? Und Owen hat uns was zu sagen. Sieht cool aus. Schön geschmückt alles. Fetzig. Okay, kann losgehen. Herzlich willkommen zum weltberühmten Sandrock Jagdmühlrennen. Vielen Dank an das Rathaus, das mich heute eingeladen hat. Ich wette, einige von euch fragen sich jetzt, warum zum Teufel treffen wir uns eigentlich jedes Jahr, um Jagdmühls ineinander rauschen zu lassen? Mit großer Hochachtung werde ich nun eine uralte Tradition ehren und euch mit der Geschichte erfreuen, mit der alles begann. Der Sonasch-Zusammenstoß. Vor vielen Jahren reisten die Urgroßeltern unseres Ranchpaares Cooper und Mabel mit ihren Jagdmehls durch Eufaula und brachten den ersten Siedlern verschiedene Vorräte, lange bevor die Eisenbahn gebaut wurde. Damals führte die einzige Straße durch einen schmalen Teil der nördlichen Schonaschlucht und eines Tages kamen sich zwei Jagdmehlboy aus dem gegenüberliegenden Eingang des Canyons entgegen. Auf halber Strecke stießen sie mit ihren Karren zusammen und versperrten sich gegenseitig den Weg. Der eine rief, geh zurück, damit ich durchkomme. Und der andere erwiderte, nein, du gehst zurück, damit ich durchkomme. Ich habe mehr als die Hälfte des Passes hinter mir. Du gehst zurück. Nein, das hast du nicht. Das ist bestenfalls ein Drittel und ein Viertel. Du gehst zurück. Und dieses Hin und Her ging stundenlang so weiter und schon bald tauchten andere Reisende auf, die verständlicherweise verärgert über die Situation waren. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass die engste Stelle des Passes nicht länger als 30 Meter war. Sie hätten in ein paar Minuten draußen sein können, aber nein, die beiden Kerle waren zu stur, um nachzugeben. Schon bald ging es ans Eingemachte und zwar buchstäblich. Andere Leute, die mit Jagdmails unterwegs waren, stießen vorne und hinten mit unseren beiden Gegnern zusammen, bis es ein einziges Getümmel war. In dem ganzen Durcheinander wurde Karren umgeworfen, Rucksäcke aufgeschnitten und Lebensmittel und andere Vorräte auf den Boden geworfen. Es dauerte nicht lange, bis alle wieder zur Vernunft kamen. Einer fing an zu lachen, dann ein anderer. Und schon bald purzelten sie alle vor ihren Reittieren und kugelten sich über die Absurdität des Ganzen. Hier, fürchte ich, wird Geschichte dunkel. Als sie sich umschauten, sahen sie, dass die beiden Kerle, die das ganze Spektakel oder Depakel ausgelöst hatten, mausetot waren und ihre Hände um den Hals des anderen gekrallt hatten. In all dem Chaos schien es, als hätten die beiden Jungs ihr böses Blut nicht herunterkochen lassen. Die anderen sammelten ihre Vorräte ein. Es war schon spät geworden. Sie kampierten draußen am Pass und kochten das ganze Essen, das von den Maultierjacks und Karren gefallen war, und unterhielten sich über alles, was passiert war. Das hat sich herumgesprochen und jetzt, all die Jahre später, erinnern wir uns immer noch an dieses Ereignis. Deshalb lade ich euch alle ein, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Springt auf ein Jagdmehl, stoßt mit euren besten Freundinnen oder eurem besten Freund zusammen und nehmt es nicht zu persönlich, wenn ihr selbst angerempelt werdet. Damit erkläre ich das jährliche Jagdmehlrennen Sandrocks für eröffnet. Nice! Okay, wir schnappen uns ein Jagdmehl, oder? Wir müssen uns hier vorne, glaube ich, anmelden. Bist du sicher, dass du beim Jagdmehlrennen mitmachen willst? Na klar. Okay, Anwesenheitsliste. Owen, Cooper, Elsie, Dario, Avio, Miguel,
Jonathan und Jensen. Jetzt geht's los. Da bin ich mal gespannt. So, hier sind wir auch schon. Dein Jackmel ist bei Startposition 4. Muss ich da jetzt hinrennen? Eins. Okay. Ich muss nach den Nummern hier gehen. Eins, zwei, drei. Vier. Hier hinten müsste das sein. Genau, hier steht es auch schon bereit. So, dann gehen wir mal rauf. Kommen wir schon rein? Ah, noch geht's nicht los. Ich denke mal, alle müssen erstmal Platz nehmen auf ihre Jagdmails. Ah, Burgess läuft da noch. Ich weiß gar nicht, wer läuft denn da hinten? Ach, Amira ist das. Die stellt sich da nur hin. Okay. Dom läuft die Zeit. Achso, wenn die abgelaufen ist, dann geht's anscheinend los. Wie cool ist das denn? Wie geil, wie das aussieht. Nice. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ja. Können wir auch springen damit? Jo, springen können wir auch. Okay, haben wir hinten so einen kleinen, so eine kleine Kiste dranhängen. Ich glaube, damit sammeln wir die ganzen Sachen ein, die die anderen fallen lassen, denke ich mal. Aber wir lassen uns überraschen. Ah, es soll losgehen. Aber, also, designtechnisch sieht das richtig nice aus. Haben sie echt gut hingekriegt. Cool aus. So, 20 Sekunden noch. Wir können hier auch nicht rüber, ne? Nee, es geht noch nicht los. Hätten wir uns vielleicht anmelden müssen hier vorne? Warte mal, hier vorne war doch auch irgendwas. Hier vorne, ne? Ich spring mal hier ab. Ich kann gar nicht abspringen. Egal, wir laufen mal wieder zurück zu unserer Position. So, geht eh gleich los. Auf geht's. Beginn der ersten Runde. Oha. Ah, hier sind Dinge, die wir einsammeln können. Ja, wusste ich's doch. Okay. So, eins habe ich. Man sieht das sogar auch hinten drin in der Kiste. Da ist das nächste. Komm schon, ich will auch was. Hier vorne. Da ist noch eins. Jawohl. So, was habe ich hier unten? Ist das hier Turbo Boost oder was? Mal gucken, hier leuchtet irgendwas. Nein. Ich wollte es ja nicht abbrechen. Nein. Jetzt habe ich alles hier verloren. Nee, doch nicht. Oh, da will ich hin. Boah, hier liegt so viel rum jetzt. Aus dem Weg. Nein. Nein. Ich bin so lost. Okay, hier ist noch eins. Noch eins. Boah, hier ganz viele. Ach so, das ist mein Inventar unten, glaube ich. Wenn das voll ist, dann kann ich nicht mehr einsammeln. Ist das richtig? Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, wir müssen spezielle Dinge hier sammeln, die hier rumliegen. Ich glaube, die lilan da vorne. Hier ist so eins. Ja, genau. Bauerneintopf. Ach, jetzt müssen... Ah, jetzt sehe ich das. Oben die... Okay, die Dinge brauchen wir jetzt, oder was? Okay, Fleisch habe ich. Ah, das will ich, das will ich. So, das haben wir schon. Ah, hier ist nochmal Salz. Das will ich. Ist gar nicht so einfach. Hier vorne ist auch nochmal was. Ich brauche Salz. Da vorne ist nochmal Salz. Komm, da will ich hin. Hab ich's? Ich hab's. So, was brauche ich jetzt? Kartoffeln. Ich brauche Kartoffeln. Da ist eine. Weg, 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 weg. Und einen Pilz brauche ich noch. Oh no. Okay, ich bin aber auf Platz 1. So, jetzt können wir die ganzen Sachen hier einsammeln. Oder was soll das sein? Oder muss ich das abgeben irgendwo? Muss ich das irgendwo abgeben? Ich weiß es nicht. Die Zeit läuft gleich ab. Ich sammle einfach hier weiter ein, was hier so rumliegt.
gibt es auf jeden Fall Punkte für. Aber ist cool gemacht. Ach, Sprinten geht mit A. Springen geht mit A, genau. Sprinten mit LT. Boah, ich bin total verwirrt schon. Okay. Ende der ersten Runde. Bitte geh zurück in den Verschlag und warte, bis die nächste Runde anfängt. Okay. Hier, ne? Also, wir haben die erste Runde gewonnen. Richtig gut. Und, ja. Machen jetzt die zweite gleich. Schade, dass ich das nicht geschafft habe, die ganzen Sachen zu sammeln für das Rezept, was wir da machen sollten. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich das jetzt in der zweiten Runde etwas besser. Also, ohne Witz. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es sieht schon genial aus. Ohne Witz. Es sieht schon echt genial aus. Oh, geht gleich los. Zwei Sekunden noch. Eins. Fertig. Behalten wir die Punktzahlen? Ja, die behalten wir. Oh, als erstes raus. Das ist immer gut. So. Wir brauchen diese lila leuchtenden Dinger. Genau. Ich weiß nicht, was das sein soll. Soll das uns vielleicht etwas schneller... etwas schneller machen? Was bedeuten die Dinger da unten? Weg. Oha. Beruhigt euch. Oh, die sind alle hier in der Mitte. Nee, wir brauchen diese da. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Perfekt. Also wir müssen alles einsammeln, was hier rumliegt. Das bringt Punkte. 40 haben wir schon. Holy shit. Da ist noch eins. Oh, nein. Zwei brauchen wir noch von diesen Rosern. Ah, hier ist noch eins. Perfekt. Da ist noch eins. Zeit zum Aufsammeln. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder los. Kartoffel haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh, Salz ist noch. Haben wir das? Jo, wir brauchen nur noch den Pilz. Wir haben alles. Wir brauchen nur noch den Pilz. Wo ist der Pilz? Ich habe noch nie einen Pilz gesehen hier. Doch, hier vorne. Jawohl. Wir haben den Bauerneintopf. Nice. Und die Menge jubelt. So, wir können ihn nochmal machen. Oh, das war knapp. Wir können ihn jetzt nochmal machen. Boah, das schaffen wir aber nicht. Die Zeit läuft gleich. Hier ist noch Fleisch. Fleisch. Wir brauchen nur die Kartoffel. Jo, wir haben es geschafft. Holy shit. Oh, unsere Punktzahl ist ganz schön hoch. Okay, das heißt, es ist nur noch einsammeln, einsammeln, einsammeln. Unser Korb ist auch schön voll. Also wir haben jetzt quasi zweimal den Bauerneintopf bekommen. Einfach nur witzig. Aber wie die Zeit vergeht, es ist gleich 18 Uhr. Krass. So, weg. Wie viel haben wir denn? 76, wir können gar nichts mehr einsammeln. Er sammelt gar nicht mehr ein. Nee, 75, glaube ich, das Höchste, das ist Max. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich kann nur noch verlieren. Doch, jetzt geht's wieder. Jetzt ging's wieder. Oha, 1000 Golds habe ich gekriegt. Holy shit. Wir haben gewonnen. Cool. Und Mission Blumen-Gedöns ist auch fertig. So, wir gehen mal wieder zurück. Hier vorne zu unserem Verschlag. Und das war's. Können wir absteigen? Ja, wir können absteigen. Holy shit, nice. Das war mal nice, echt. Das war cool. So, ihr geht alle enttäuscht nach Hause. Ja, ist ja klar, weil Dario gewonnen hat. Hier vorne gab es noch, da muss ich jetzt mal ran. Was war denn das? Hier vorne? Ach so, da verlassen wir das Ganze. Okay, gut. Aber zum Glück bin ich da nicht vorne ran. Dann hätte ich sie mich verlassen. So.
Nice, freut mich. 1000 Gold haben wir gekriegt. Das ist sehr gut. Unsere Pflanzen sind fertig. Wir müssten uns eigentlich mal wieder hier ein Pferd ausleihen. Da gehen wir nochmal hin, hier vorne. Einmal hier ran, an die Mountstation. Oh, so einen haben wir auch noch gar nicht gehabt. Komm, den leihen wir mal aus. So. Komm her. Gaul. Und dann geht's zurück. Oha. Fast gegen das Schild gesprungen. Brrr. Absteigen. So. Können wir die jetzt ernten? Oder was war das eben? Uns wurde doch gerade gesagt, dass wir die... Warte mal, wo war denn das? Hier vorne. Ach, weil wir die Dings schon eingesammelt haben hier. Diese Kaktus-Dinger hier. Oder was auch immer das sein soll. Wieso komme ich da nicht rauf? Ich komme da nicht rauf. Doch jetzt. Sandreis. Ach, den haben wir ja eingesammelt eben bei dem Rennen. Oder bei dem, ja. Okay. Die anderen Sachen, die haben wir hier angepflanzt. Braucht aber noch ein bisschen. Level up. Nice, wir können die Kette umbinden. Das machen wir mal eben gleich. Die ist das hier. Haben wir eigentlich schon irgendwo Glück drauf? Nee, haben wir kein Glück drauf. Jetzt haben wir die Kette um, die... Ach nee, die macht Schaden, kritischen Schaden. Oh Gott. Aber es gab doch... Ja, die Kette gab es in dem Spielladen da in der Spielothek. Kann man sich ja spielen. So, wir brauchen noch eine Bronzestange. Dafür brauchen wir aber erstmal Erz, um das herzustellen. Das haben wir leider nicht. Das heißt, wir gehen noch nicht schlafen. Wir werden noch ein bisschen... Komm, wir gehen mal hoch. Und werden noch mal beim Schrottplatz 1 vorbeischauen und da ein bisschen rumhacken, ein paar Schrottsachen holen für den Verwerter. Und dann werden wir uns hinlegen. Genau, das zerkloppen wir jetzt mal. Ja, hat eigentlich Spaß gemacht. Ich guck gleich mal, wann das nächste Event startet. Müsste ja dann eigentlich das Winter-Event dann kommen. Gucken aber gleich nochmal. Oha, ich hänge ja richtig hier in dem Bus drin. Perfekt. Wir werden auch dann noch in das Paradies reingehen. Das werden wir in dieser Folge machen. Das wollte ich ja eigentlich in der letzten Folge schon machen. Das haben wir aber zeitlich nicht geschafft. Das könnten wir, glaube ich, jetzt eigentlich gleich machen. Jetzt habe ich wieder dieses Glück. Oder was ist das? Ne, irgendein Buff habe ich. Jetzt ist er wieder weg. Ah, hätte ich gerne mal geguckt, was das für ein Buff ist. Wir könnten eigentlich auch jetzt schon mal runter. Ich glaube, das war hier. Muss ich nochmal kurz die Quest einloggen. Hier, verlorene Paradies. Ach, hier hinten ist das. Oh, das ist ja ganz woanders. Wie komme ich denn da hin? Wie kommen wir denn dahin? Aber lass uns lieber mal nochmal in die Ruinen rein. Um ein bisschen Erz abzubauen, weil wir ja ein paar Bronzestangen auf jeden Fall immer brauchen werden. Also generell Bronze und Kupfer. Das heißt, wir bauen hier nochmal ein bisschen was ab von dem ganzen Gedöns hier. Wir rüsten den anderen Spitzhammer aus. Und bauen hier erstmal noch ein bisschen ab. Ein bisschen Ausdauer haben wir nur noch. Die Hälfte, über die Hälfte. Inventar ist voll. Nein, das hätte ich vorher mal leeren sollen, wa? Was liegt denn hier rum? Guck mal. Was haben wir denn hier zu viel drin? Wir könnten auch uns ein bisschen das Inventar vergrößern. So. Ach so, auch nochmal vielen Dank für den Tipp hier, dass man
Also ihr seht ja hier die farblichen Unterschiede von diesem Sand. Und da, wo das so leicht rot schimmert, da ist Kupfer drin. Also muss man nicht immer Ausschau halten nach diesen Kupfersteinen, die hier so rausgucken. Sondern man kann hier auch diesen Boden abbauen. Und dort ist auch Kupfer drin. Und Datentest. Wir brauchen aber auch nochmal Zinn. Wo geht's eigentlich hier weiter? Müssen wir erstmal gucken. Ich bin ja der Meinung, dass das... Doch, hier unten geht's weiter. Also müssen wir uns erstmal hier durchbuddeln. Ich wollte schon sagen, es geht nicht weiter. Doch, 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 es geht weiter. Hier unten wird wahrscheinlich die Tür sein, wo wir durch müssen. Vielleicht ist die Ausdauer weg, aber zur Not haben wir ja den Fisch noch mit. Ja, hier geht es tatsächlich weiter. Sehr gut. Mit dem können wir noch ein bisschen die Ausdauer zurückholen. Und da ist nämlich ganz viel... Oh no! Oh no! Warum falle ich runter? So, wir essen mal schnell den Fisch hier. Habe ich den mitgenommen? Ja, den habe ich mitgenommen. Sehr gut. So, dann bauen wir schnell den Zinn hier. Perfekt, brauchen wir, um Bronze herzustellen. So. Perfekt. Hier oben war nämlich auch noch was. Da fliegen wir mal hoch. Ah, das reicht nicht. Wie kommen wir denn da hin? Ich muss jetzt mal gucken, wo es hier eigentlich weitergeht. Ich glaube nämlich, es geht hier nach unten. Warum kommen wir da nicht hin? Das ist ja richtig doof. Da unten geht es nämlich weiter. Ich glaube, wir brauchen die... Oh nee, doch, hat geklappt. Sehr schön. Sonst kann man die Düsen auch noch erweitern. Perfekt. Ich glaube, wir essen noch mal... Oh! Oh! Gott! Beinahe hätte ich da raufgehauen. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Da dürfen wir nicht auf diese... Auf dieses Fass dürfen wir hier nicht raufhauen. Komm, bau Zinnerz ab. Wieso macht er das nicht? Doch jetzt. Wir werden uns noch ein bisschen Fisch reinhauen. Alles. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Ausdauer. So, wo geht's weiter? Hier unten geht es weiter. Das heißt, wir müssen hier wieder durch, hier unten. Aber wir haben schon gut Zinn gekriegt jetzt. Das ist sehr gut. Und vor allem Kupfer, Erz. Ja genau, hier ist die Tür. Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt eine Ebene weiterkommen würden. Dann können wir nämlich das nächste Mal, wenn wir hier rein joinen, auch gleich dort anfangen. Da ist noch mehr Zinnerz. Perfekt. Da unten geht es auch weiter. Das sehe ich schon. Perfekt. Hier ist auch noch Zinn. Ja, okay. Das kriegen wir dann halt mit den legendären, warum auch immer, nicht abgebaut. So, den bauen wir auch noch ab. Oh, wo geht's denn da hin? Komm, wir wollen noch hier diesen Zinn mitnehmen. So, ist das jetzt schon die nächste Ebene? Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Verdammt, wir hätten noch... Oh. Oh, doch. Wir gehen hier einfach mal durch. Nice. Sehr gut. Wir sind Ebene 7. Dann können wir das nächste Mal hier gleich anfangen. Ja, Ebene 7. Perfekt. Oha. Dann nehmen wir das Zinnerz hier noch mit. Reicht das noch? Jo, hat noch gereicht. Sehr gut. Ja, cool. Ebene 7. So, dann gehen wir hier wieder raus. Einmal können wir noch schlagen. Oder zweimal. Wir gehen raus. So. Sehr gut. Ebene 7. Perfekt.
Das sind die Sachen, die wir hier brauchen. Für Q. Die Sache hier. Äquatoriale Montierung. Das ist. Das finden wir in Ebene 11. Und wir brauchen noch was anderes. Wo ist denn das? Da muss ich jetzt nochmal reingucken, was für Sachen das genau sind. Da oben. Die anderen Teile. Ach, das ist das ganze Teil, oder was? So sieht das nämlich aus. Okay, das sind die Einzelteile davon. Okay. Ja, wir werden erstmal rausgehen. Ruine verlassen. Und werden alles in den Verwerter reinhauen und in den Ofen und uns Material damit herstellen. So, komm, Gaul. Wir gehen wieder hoch. Also haben wir es doch nicht geschafft, dort hinten in das verlorene Paradies. Ich weiß auch echt nicht, wie ich da jetzt hinkommen soll. Das ist dort unten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir da mit dem Aufzug irgendwie hinkommen. Oder ob wir da... Ah, ich glaube, ich weiß. Wir müssen dort hinten durch. Dort, wo mein Gaul schon hinläuft. Da ist auch nochmal ein Eingang. Komm, wir reiten da mal hin. Das gucken wir uns mal an. Ob wir da hinkommen irgendwie. Genau, hier vorne ist er. Und hier vorne steht auch schon Justice und Unsur. Komm, wir gehen mal hin. Quatschen die mal an. Hallöchen, Dario. Du musst in diese Ruine kommen, was? Nun, Mist. Ich würde dich ja gerne vorbeilassen, aber du weißt ja, was passiert ist, als wir das letzte Mal die Regeln ein wenig gedehnt haben. Ja, ich weiß gar nicht, von was du redest. Ich kann deine Frustrationen sehen. Die Tür hat einzige Ziel, Passagen zu und von bestimmten Locations. Und wenn die Tür blockiert ist, eine Sache ist meant zu tun, well, it ain't really being manifested. Hey guys, I saw the door was broken. You know me. Mian hat einfach mal die Tür gefixt. Auch nicht schlecht, vielen Dank. You just disrupted protocol. What's the plan, Sheriff? Huh? What did I do wrong? I saw nothing. Oh, how about that? Ja genau, die Tür hat sich von selbst repariert. Oh, wie gemein. Wie fies ist das denn? Oh, guck mal, jetzt haut sie ab, Mian. Das ist ja richtig gemein. Also hier geht's durch zum verlorenen Paradies. Und das werden wir im nächsten Let's Play machen. Vielen, vielen... Jetzt sehen wir den Arsch hier vom Pferd, das wollen wir nicht. Vielen, vielen... Der kämpft schon. Oh, der hat auch so einen krassen Hammer wie wir. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.